Ja, und damit begrüße ich euch, meine lieben Freunde, zum großen Preis von Singapur. Heute allerdings gleich mal vom Qualifying aus und nicht erst Training. Ich darf mal diese blöden Trainingsdinger und zum Beispiel erstmal weg, weil das interessiert ja eh so kaum jemanden. Und ja, von daher machen wir einfach mal gleich das Qualifying. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. So sehe ich das auch. Ja, im Training muss man schon mal wieder eine Übung machen, sag ich mal, um den Motorverschleiß um 10% zu reduzieren. Habe ich auch geschafft, okay. Und ja, musste eigentlich vor dem Rennen Hauptkonkurrent auswählen. Wollte eigentlich den Fernando Alonso auswählen, habe allerdings außerdem den Lewis Hamilton jetzt gewählt. Und naja, gut, jetzt muss ich damit leben, dass ich eventuell wohl ein Angebot von Mercedes am Ende des Jahres bekommen werde. Und wir haben zum Glück schönes Wetter hier in Singapur. Kein Regen. Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Zum Glück durch das Training habe ich schon ein bisschen Erfahrung jetzt wieder hier mit dem Kurs. Bin reingekommen. Na gut, das sah jetzt zwar nicht so aus, aber okay. Die wunderschöne lange Gerade. Na, 14. Rückstand im ersten Sektor schon auf Lewis Hamilton, aber das kann auch durch den Quersteer gekommen sein. Jetzt kommen wir zu dieser Stelle, die ich überhaupt nicht so wirklich mag. Da fahre ich lieber durch die Schikane durch, anstatt hier diese Kurve zu fahren irgendwie. Rechts das UFO, so müssen sie jetzt so aus, wenn man hier vorbeifährt. Alonso momentan 16. Das wird sich hier gleich ändern. Und da sind wir jetzt Zweiter. Gut, ich denke mal, damit können wir ganz gut leben. Gehen wir auch mal gleich zurück in die Box, weil das ist ja... Oh, ne, Session Option. Hier, zurück zur Garage. Genauso ist es. Das wird, glaube ich, schwer, dass wir dann noch bis aus den Top 16 rausfallen. Ich weiß nicht, was ich gerade im Training gefahren bin. Ich glaube, 1,47. Das sein? Ja, ungefähr. Aber da muss ich auch darauf achten, dass ich mindestens so und so viel Prozent auf den Gas stehe. Also von daher ist die Runde eigentlich ganz gut. Dafür, dass ich halt nicht mal so fahren konnte, wie ich wollte. Und erstmal Platz 2 gesichert. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Genau, sieht's aus. Also machen wir weiter mit Q2, bevor es noch ins Q3 geht. Das richtig interessante Qualifying natürlich. Und wir fahren hier natürlich mit Super Soft und Medium. Medium, ja, Medium. Guten Tag. ja. Lassen wir erstmal wieder ein bisschen fortspringen, die Zeit. Die ersten Zeiten sollten ja schon recht früh kommen. Ich denke mal, wenn ich jetzt gleich auf meine fliegende Runde gehe, dann werden schon die ersten Zeiten da sein. Hat er eigentlich sein Flügel gerade noch vor mir aufgehabt? Also nicht ganz legal, Herr Wert, der Force India-Fahrer, wer auch immer sie waren gerade. Mal ein bisschen Abstand jetzt hier lassen.
Kurve 1 gerade noch so erwischt. Da dachte ich eigentlich schon, dass ich ein bisschen zu spät wäre vom Bremsen her. Die 1:42 noch keine Bombenzeit. Glaube ich zumindest nicht. Ne, wir waren gerade schon bei 47 und so. Ferrari gibt aber auch nicht Gas hinter mir. Ein 44,3 von Rosberg, das ist eine ordentliche Zeit. Platz 2. Im Moment bist du 1,44,4. Jetzt bin ich nicht mehr Erster, Zweiter, jetzt bin ich Dritter, nur noch weil der Alonso 1,43,7 gefahren ist. Also, die KI macht hier ordentlich Dampf, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, und wir simulieren einfach mal jetzt ein paar Minütchen wieder hier. Sollten wir eigentlich durch sein. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Yay, du hast Q3 erreicht. Ich bin Dritter. Ja gut, sieht eigentlich ganz gut aus. Alonso hat zwar eine unglaubliche Pace hier, muss man ganz ehrlich sagen, aber das gehört jedenfalls zum Geschäft. Der Ferrari scheint hier sehr, sehr gut zu liegen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was jetzt so in Q3 für uns noch möglich ist. So, jetzt können wir auch rausfahren. Alle sind draußen. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Oh, Feuerwerk wird jetzt schon gemacht. Weiße Linie aufpassen. Und dann lassen wir uns gleich mal schauen, wie wir so sind hier in Q3. Mal schön hier verbremsen, so wie ich das natürlich gehört. Zweites auf jeden Fall das Ziel zu werden. Mal gucken, ob wir es auch erreichen können. Thank you.
jetzt heißt es gleich wieder volle Konzentration. Und dann geht es nämlich darum, fehlerfrei hier um den Kurs zu kommen. Sofern man das fehlerfrei macht und wirklich auch noch ein bisschen was riskiert, denn kann man auf jeden Fall vorne stehen. Also lasst es uns angehen. Jetzt ist der erste Berlin, das ist die Resta. Jetzt ist Massa erster. Jetzt ist Alonso erster. 1:43.557. Das war auf jeden Fall nicht sehr gut, der letzte Sektor hier. Anderthalb Zehnte hinter Alonso und ein Zehntel vor Hamilton, ja. Mann, das war so knapp. Im mittleren Sektor hatte ich schon 15 Rückstand. Also dann müssen wir noch mal ein bisschen pushen nachher, wenn wir die Pole wirklich haben wollen. Jetzt fahren wir natürlich so langsam, wie es geht, zurück, um die Reifen nicht zu beanspruchen. Und da habe ich mir fast schon selbst kaputt gemacht gerade, mit Reifen kaputt machen. Aber auf jeden Fall bisher muss man sagen, meine beste Rundenzeit hier, zumindest am heutigen Tage. Die Runde ist wirklich lang, lang, lang. Ich habe das Gefühl, ich komme nie in der Box an. Oh, Scheiße. Upsa, jetzt habe ich die Boxeneinfahrt verpasst. Muss ich jetzt wirklich eine Zeitlupe dafür verwenden, weil ich vergessen habe, in die Box reinzufahren. Das war ja sehr clever von mir. Die fahren jetzt schon alle wieder raus.
So, neue Reifen drauf. Oh, die sind sogar noch besser erhalten. Ja, wir müssten jetzt auch gleich rausfahren, ne? Haben wir nur noch 2,5 Minuten. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren bei 2,20, machen wir uns auf den Weg. So, jetzt geht's weiter. Rausfahren, so. Mein Gott, da hat ein scheiß Farbschema. Hat mich jetzt erstmal rausgeschmissen aus dem Spiel gerade. Die müssen das Farbschema ändern, damit sie ihre Leistung halten können. So, der Typ stand gerade mit dem Rücken zugewandt. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall beeilen. 2 Minuten haben wir noch knapp. Boah, das wird. Da darf ich mich nicht so langsam aufhalten in dieser Runde. Ah, 1,55 ungefähr. Oh mein Gott. So. Ich bin nicht mal auch der Letzte wieder hier auf einer Runde jetzt. So sehr übertreiben wir jetzt auch nicht in dieser Runde. Eigentlich soll es auch passen, auch selbst wenn ich hier langsam fahre. Noch eine Minute, nur noch eine Minute. Naja. Nur noch 40 Sekunden und wir sind noch nicht mal im dritten Sektor, das läuft gut. Sind wir erst im letzten Sektor, haben noch 35 Sekunden über. Noch 30 Sekunden in dieser Session. So, jetzt wird es glaube ich eng, ne? 20 Sekunden. Habe ich mich jetzt ernsthaft verkalkuliert. Oh, ich habe mich verkalkuliert! Nein, doch nicht! Eine Sekunde! Oh, jetzt habe ich gerade schon Herzkasper gekriegt. Die Zeit ist um, aber diese Runde gilt noch. Ja, als letzte. Wohlgemerkt. Townsend hinter meiner eigenen Zeit jetzt. Bis auf Platz 3 sind wir sogar schon zurückgefallen. Sagt der Mittelsektor jetzt noch immer Rückstand, wo ich so eigentlich sogar fand, dass ich diesmal besser erwischt habe. Weit rausgetragen. Was ist es? Verbessert, aber links nur Platz 3. Oh, nein. Nein. Oh, erst dieses Sekundenfinish dort. Oh nein. Und jetzt bloß Dritter. Ja. Weiß nicht, ob wir damit zufrieden sein können oder nicht.
eigentlich schon. Ja, er freut sich auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, ja, auch warum nicht. Ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder zum Rennen. Ja, und bis dahin, ciao, ciao.